Kerstin Feltens hat alles, wovon die meisten Menschen nur träumen. Sie ist erfolgreiche Möbeldesignerin, glücklich verheiratet und hat gute Freunde. Doch offenbar gönnt ihr das jemand nicht. Denn Schlag auf Schlag verliert sie alles. Du bist fristlos gekündigt. Und wage es ja nicht, mir jemals wieder unter die Augen zu treten. Was? Ich werde jetzt erstmal für eine Weile ins Hotel gehen. Du traust dich was hier nochmal aufzutauchen. Raus! Was? Wie redest du denn mit mir? So wie du es verdient hast. Raus aus der Halle, nimm deine Sachen, lass dich hier nie wieder blicken. Ich bin Christian Vorländer. Und ich werde herausfinden, wer das Leben meiner Mandantin systematisch zerstören will und vor allem warum. Noch ist das Leben der jungen, aber erfolgreichen Designerin Kerstin Feltens in Ordnung. Sie steht kurz vor der Präsentation ihrer neuen Lampenentwürfe. Echt klasse. Super Präsentation. Hammermäßig. Oh, danke, Anna. Ich hoffe, dass der Chef sieht, wie viele Nächte ich mir dabei um die Ohren geschlagen habe. Justus ist schon so sauer, weil ich immer erst so spät nach Hause gekommen bin. Kann ich mir vorstellen, aber das hat er bestimmt schon mitbekommen. Und die nächste Gehaltserhöhung, die ist dir sicher. Oh, Anna, das wäre so schön. Ich würde so gern mal mit Justus nach Bali fliegen oder nach New York. Aber ein neues Auto wäre natürlich auch geil. Nein, das kriegst du schon hin. Also, ich drück dir ganz fest die Daumen. Wird eine super Präsentation. Hallo Bruno, wie geht's? Herr Dr. Zeitz, kommen Sie auch zu meiner Präsentation? Ihr wollt euch die Präsentation ja nicht im Stehen anschauen, oder? Kerstin, um es kurz zu machen, du bist fristlos gekündigt. Und wage es ja nicht, mir jemals wieder unter die Augen zu treten. Was? Was soll das? Du hast deine neuen Entwürfe schon vor Tagen an die Konkurrenz geschickt. Das wissen wir. Was, Bruno, das würde ich doch niemals tun. Da die Beweislage in diesem Fall eindeutig ist, übergebe ich Ihnen hiermit die Kündigung schriftlich. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Das ist mein voller Ernst. Und du kannst dich schon mal auf eine Schadensersatzklage freuen. Die wird saftig. Das verspreche ich dir. Bruno, warte mal. Ich weiß überhaupt nicht, wovon ihr hier redet, okay? Ich habe nichts weitergegeben. Das ist alles ein riesiges Missverständnis. Das einzige Missverständnis, das es hier gibt, ist, dass ich dich jemals eingestellt und dir vertraut habe. Die zivilrechtliche Schadensersatzklage hat Herr Martmig bereits erwähnt. Hinzu kommt die Verletzung der Bestimmung des Arbeitsvertrages. Sie haben 10 Minuten Zeit, Ihren Arbeitsplatz zu räumen und Ihre persönlichen Sachen zu entfernen. Wenn Sie mir jetzt bitte folgen würden. Und das nach all den Jahren voller Einsatz und Plackerei. Ach komm, lass den Kopf nicht hängen, Kerstin. Das wird sich schon irgendwie aufklären. Den Kopf nicht hängen lassen? Ich hab mich so reingehängt. Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe keinen Kontakt zu anderen Firmen. Was soll ich denn jetzt arbeiten und wovon soll ich denn jetzt leben? Ich verstehe das nicht. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen, nichts. Und meine Überstunden, die kann ich schon gar nicht mehr zählen. Lassen Sie das liegen. Das ist Firmeneigentum. Das ist mein. Sie haben doch überhaupt keine Ahnung. Hier, behalten Sie es. Ach komm, ich rede noch mal mit dem Chef. Und was soll das bringen? Das letzte Quartal ist wegen meinen Badezimmerschränken so gut gelaufen. Ja, eben. Ja. Die haben wir bis nach China verkauft. Und jetzt serviert er mich so eiskalt ab. Und was ist mit deinem Bild? Es ist dein Lieblingsbild. Behalt's als Erinnerung. Ich ruf dich an! Komm schon, Kerstin, das ist doch nur ein Job. Wir kriegen das zusammen hin. Ich war gut in meiner Arbeit. Ich weiß. Weißt du, und jetzt werde ich einfach so entsorgt. Das ist doch nicht fair. Hallo. Kommen Sie rein. Hallo, ich bin Christian Vorländer. Hallo, Herr Vorländer. Erzählen Sie mal, was ist denn passiert?
Mir wurde heute fristlos gekündigt. Mhm. Es geht um meine Lampenentwürfe, die ich angeblich an eine Konkurrenzfirma geschickt haben soll. Nachdem die Kündigung schriftlich vorliegt, ist sie auch gültig. Aber natürlich auch nur dann, wenn die Anschuldigungen zutreffen. Ich habe überhaupt nichts weitergegeben, nichts. Wie kommt denn Ihr Arbeitgeber dann darauf? Ich weiß es nicht. Er war sich aber absolut sicher. Wir müssen damit rechnen, dass da gewaltige Schadensersatzforderungen auf Sie zukommen. Schadensersatz? Naja, wenn Ihnen nachgewiesen werden kann, dass Sie diese Entwürfe weitergegeben haben, dann hätten Sie gegen die Bestimmungen des Arbeitsvertrags verstoßen. Heißt das etwa, ich muss vor Gericht? Ich möchte jetzt erstmal rausfinden, wie Ihr Chef überhaupt zu diesen Anschuldigungen kommt. Ich werde so schnell wie möglich mit ihm sprechen, okay? Gut, danke schön. Ich muss jetzt erstmal zum Volleyballtraining mich ein bisschen abreagieren. Sehr gut. Ich nehme das hier mit, ja? Und melde mich bei Ihnen, wenn ich mit Ihrem Chef geredet habe, okay? Ja. Und wieso dauert das so lange? Wie soll ich das an meinen Kunden erklären? Also ich werde dieses Verhalten, diese Arbeitsmoral in Zukunft nicht mehr akzeptieren. Verstanden? Ich melde mich gleich. Guten Tag, ich bin Rechtsanwalt Vorländer. 1:0 würde ich sagen für mich. Sie sind also der Anwalt von Frau Feldens. Das wird ihr auch nichts nützen. Sie ist gefeuert und da lasse ich auch nicht mit mir reden. Zunächst mal vielen Dank, dass Sie sich so schnell Zeit genommen haben. Frau Feldens sagt, dass sie keinerlei Firmengeheimnisse weitergegeben hat. Sie hat mich eiskalt hintergangen und jetzt spielt sie die Unschuldige. Sie lassen sich von Ihrer eigenen Mandantin täuschen. Ich finde, Sie sehen die Sache sehr emotional. Sollten wir nicht besser versuchen, die Tatsachen zu klären? Die Tatsachen, hm? Ich habe Kerstin gefördert wie meine eigene Tochter. Sie hatte ja alle Freiheiten, durfte sich kreativ austoben. Und was ist der Dank? Blanker Verrat. Natürlich bin ich da emotional. Verrat? Ja. Sie hat ihre neuen Entwürfe einfach an die Konkurrenz geschickt. Mein Betrieb hat ihr wohl nicht mehr gereicht. Haben Sie denn für Ihre Anschuldigungen irgendwelche Beweise? Sie werden sehen. Nächste Woche hat sie zufällig einen neuen Job. Bei der Konkurrenz. Guten Tag, Frau Krüger. Hier sind die brandneuen Designs für die Lampen, die unsere Firma nächsten Monat auf den Markt bringt. Ich hoffe, dass das meine Aussichten auf den erwähnten Job erhöht. Grüße, Kerstin. Diese Mail stammt nachweislich von Frau Feldens. Und die Entwürfe waren im Anhang. Sehen Sie mal die Uhrzeit. Diese E-Mail, die ist mitten in der Nacht abgesendet worden. War da die Frau Feldens überhaupt noch im Büro? Meine Mitarbeiter arbeiten öfter mal länger. Das ist völlig normal. Die IT-Abteilung hat zweifelsfrei festgestellt, dass diese Mail von Frau Feldens Firmencomputer abgeschickt wurde. Und der ist passwortgeschützt. Das heißt aber noch lange nicht, dass diese E-Mail von der Frau Feldens selbst versandt wurde. Passwörter lassen sich herausfinden. Hatte meine Mandantin eigentlich in ihrer Firma Feinde? Nein. Aber jetzt hat sie einen. Nämlich mich. Wie haben Sie eigentlich davon erfahren? Überwachen Sie die E-Mails Ihrer Mitarbeiter? Nein. Aber es gibt zum Glück noch loyale Mitarbeiter, die ihren Chef über solche Vorgänge informieren. Ich habe einen anonymen Hinweis bekommen. Anonym? Und das macht Sie nicht stutzig? Mich macht bloß stutzig, wie ich all die Jahre so blind sein konnte. Und jetzt, Herr Vorländer, gehen Sie bitte. Aus gleich, Herr Vorländer. Nehmen Sie meinetwegen den Ausdruck mit. Man sieht sich. Beim Rückspiel. Also Kerstins Chef ist ja nicht gerade sympathisch, aber verständlich, dass er tief gekränkt ist. Er hat die Karriere meiner Mandantin befördert und fühlt sich jetzt von ihr hintergangen. Emotionen und Befindlichkeiten spielen bei juristischen Auseinandersetzungen immer eine große Rolle. Aber bei aller Aufregung sollte man die Tatsachen nicht aus dem Auge verlieren. Dass sich Kerstin Feldens mit der Konkurrenz eingelassen hat, ist überhaupt nicht bewiesen. Ich werde es erst mal rausfinden, ob meine Mandantin in der Nacht, als diese E-Mail hier verschickt wurde, tatsächlich im Büro war.
Die frisch gekündigte Kerstin will sich beim Volleyballtraining ablenken. Ein wichtiges Ligaspiel steht bevor. Du Baby, ich würde jetzt gerne mal anfangen, ja? Okay, ich rufe dich an. Gut, ich liebe dich auch. Kussi. Wiederholung. Am Netz bleiben. Sehr gut. Konzentriert euch auf die Beinhaltung. Ja, sehr gut. Hey Schwesterherz, alles wieder gut mit deinem Knie? Ja, passt. Maria, was machen wir heute? Du traust dich was hier nochmal aufzutauchen. Raus. Was? Wie redest du denn mit mir? So wie du es verdient hast. Raus aus der Halle, nimm deine Sachen, lass dich hier nie wieder blicken. Moment mal, kannst du mir bitte mal erklären, was hier überhaupt los ist? Tu doch nicht so, das weißt du selber am besten. Ich weiß überhaupt nicht. Spinnt ihr jetzt alle oder was? Raus. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Ich habe nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Habt ihr sie noch alle oder was? Ich erzähl's dir schon. Komm. Die Trainerin flippt ja total aus. Was hast du denn gemacht? Keine Ahnung, ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich weiß nicht, was sie von mir will. Komm schon, die kriegt sich wieder ein. Wir brauchen dich doch fürs Spiel am Samstag. Ohne dich verlieren wir. Ach, die hat doch einen Schatten, ey. Ich beschwere mich beim Vereinsvorstand. Lass sie mal einer an. Deshalb warst du die ganzen Jahre so stark. Na, du bist mir eine schöne Spielführerin. Fängst du jetzt auch noch damit an? Das kann echt keiner gebrauchen. Lisa, warte mal, ich kläre das schon. Katja, was meinst du damit? Mit Doping kann jeder volle Leistung bringen. Doping? Oh, bitte. Tu doch nicht so scheinheilig. Die Trainerin hat mir doch alles erzählt. Das Zeug lag in deiner Tasche und sie hat's gefunden. Und der Vorstand, der weiß auch schon Bescheid. Da brauchst du jetzt gar nicht erst hinrennen. Wenn man schon dopt, darf man nicht immer auch noch so blöd sein und das Zeug in der Kabine liegen lassen. Ich habe noch nie im Leben gedopt. Jetzt, wo du weg bist, bekommt die Mannschaft endlich eine ehrliche und sportliche Spielführerin. Nämlich mich. Blöde Kuh. Das ist sicher nur ein Missverständnis. Die kriegt sie schon wieder ein. Ja, sicher. Weißt du, was seltsam ist? Jetzt wurde ich heute schon zweimal gefeuert. Einmal in der Firma und dann noch hier im Verein. Da stimmt doch irgendwas nicht. Ich rufe jetzt meinen Anwalt an. Wie, du wurdest in der Firma gefeuert? Hallo, Herr Vorländer. Sie glauben nicht, was hier gerade passiert ist. Und dann schmiert mir meine Vereinskonkurrentin aufs Brot, dass meine Trainerin angeblich Dopingmittel in meiner Sporttasche gefunden haben will. Ich habe die Vermutung, dass Ihnen da jemand systematisch schaden will. Ja, aber wer? Und vor allem warum? Das werde ich rausfinden. Wer hat den Zugang zu Ihrer Sporttasche? Naja, also eigentlich alle aus meinem Sportverein. Und manchmal nehme ich sie auch mit ins Büro. Das macht den Täterkreis nicht unbedingt kleiner. Ich habe übrigens inzwischen mit Ihrem Chef gesprochen. Schauen Sie mal. Diese E-Mail hier, die wurde offenbar von Ihrem Firmencomputer verschickt. Also, das habe ich nie im Leben geschrieben, nie. Das müssen Sie mir glauben. Ich glaube Ihnen ja. Aber die Frage stellt sich, wer hat Zugang zu Ihrem Firmencomputer und zu Ihrer Sporttasche? Meine Kollegin Anna. Klar. Anna ist immer im Büro. Und sie hat auch mein Passwort. Sie hat mir letztens erst eine E-Mail von meinem Firmencomputer an meine private Adresse gesendet. Klar. Sie sollten wirklich nicht vorschnell urteilen. Lassen Sie uns auch andere Möglichkeiten ausloten. Ja, aber Anna hat mich immer schon um meinen Job beneidet. Und sonst fällt mir keiner ein. Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt erstmal für eine Weile ins Hotel gehen. Was ist denn los? Da! Das hier habe ich im Briefkasten gefunden. Und ich dachte mal, du machst Überstunden. Das habe ich doch auch gemacht. Du brauchst mir nichts mehr vorzuspielen. Leb wohl. Warte doch mal! Was ist denn jetzt? Das bin ich nicht. Das bin ich nicht. Das ist, die sind gefälscht. If the night turned cold and the stars look down, you'd hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning. So, die Fotos von Kerstin Feltens angeblichen Seitensprung sind jetzt bei einem Experten vom Erkennungsdienst.
Bis ich erfahre, ob es Fälschungen sind, bin ich noch mal hier zu dem Firmengebäude gefahren, in dem meine Mandantin gearbeitet hat. Mich interessiert, wer sich da nachts noch drin aufhält und ob die Büros abgesperrt sind. Und außerdem möchte ich wissen, wie schwierig es war, an den Computer meiner Mandantin zu kommen. Natürlich kann ich nicht einfach so in das Gebäude reinspazieren. Ich brauche die Erlaubnis des Chefs. Aber von meiner Mandantin weiß ich, dass der immer genau pünktlich um diese Zeit hier die Firma verlässt. Ah, guten Abend, Herr Martwig. Haben Sie einen Moment? Ach, Sie schon wieder. Die Frau Feltens, die beteuert weiterhin, dass diese E-Mail nicht von ihr stammt. Natürlich sagt sie das. Was soll sie auch sonst sagen? Etwa die Wahrheit? Das konnte diese Frau doch noch nie. Meine Mandantin, die ist kürzlich von Volleyballclub ausgeschlossen worden. Und ihr Mann hat sich vorübergehend von ihr getrennt. Da stimmt doch was nicht. Wissen Sie was? Da stimmt was nicht mit Frau Feltens Charakter. Und das ist wohl nicht nur mir aufgefallen, hm? Können Sie wirklich ausschließen, dass nicht vielleicht doch jemand anderer sich an Frau Feltens Computer zu schaffen gemacht hat? Herr Vorländer, dazu habe ich doch schon alles gesagt. Kann ich wenigstens mal mit Ihren Mitarbeitern sprechen, die jetzt noch da sind? Damit schaden Sie sich doch nicht. Sie wollen jetzt am Abend noch in meinen Büroräumen herumgeistern. Wozu das denn? Vielleicht ist ja doch irgendjemandem was aufgefallen. Und wenn es auch nur den geringsten Zweifel gibt, dass meine Mandantin diese E-Mail eben nicht geschrieben hat, dann ist es doch auch in Ihrem Interesse, dass Sie meine Recherchen unterstützen und nicht blockieren. Das geben Sie sich doch einen Ruck. Das dient ja auch der Wahrheit. Meinetwegen, dann machen Sie eben. Aber Herr Vorländer, halten Sie meine Angestellten nicht von der Arbeit ab, ja? Wiedersehen, Herr Vorländer. Wiedersehen, Herr Martwig. Guten Abend. Ich bin jetzt schon seit einer guten halben Stunde hier in dem Firmengebäude und man kann wirklich nicht behaupten, dass hier alle Büros abgesperrt wären. Es sind auch noch einige Mitarbeiter da, aber kein einziger von denen spricht mich an oder grüßt mich. Theoretisch könnte also jeder x-beliebige Mensch sich hier einschließen lassen und würde völlig unbehelligt bleiben. Dass diese neuen Entwürfe vom Computer meiner Mandantin aus an die Konkurrenz geschickt wurden, ist also überhaupt kein Beweis. Hier ist das ehemalige Büro meiner Mandantin. Und da brennt beispielsweise auch noch Licht. Ich schau gleich mal rein. So, das sind die wichtigen Unterlagen. Und das muss jetzt doch ganz schnell raus, ja? Oh, kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen? Mein Name ist Christian Vorländer. Ich bin der Anwalt von Kerstin Feltens. Ah, Anna Linnert. Ich bin, Ihre Arbeitskollegin. Was kann ich denn für Sie tun? Ich schaue mich einfach nur ein bisschen hier in der Firma um. Wird hier eigentlich öfters länger gearbeitet? Ja, leider schon. Aber es sind halt immer wie Projekte anfallen. Wenn hier Projekte sind, dann sammeln sich die Überstunden geradezu. Da haben wir keinen Überblick mehr. Mhm. Und ja, jetzt mache ich Kerstens Projekte ja auch noch mit. Ach so, Sie sind die neue Projektleiterin. Na dann herzlichen Glückwunsch zur neuen Aufgabe. Ja, schon. Aber letztendlich wäre ich froh, wenn Kerstin wieder da wäre. Ich habe sie wirklich gern gemocht. Und ja, hat sie denn wirklich die Entwürfe der Lampen weitergegeben? Das wird sich noch herausstellen. Ihnen ist nicht zufällig letzten Donnerstagabend, Donnerstagnacht jemand aufgefallen? Donnerstag. Ja, nee, nicht, dass ich wüsste. Vielen Dank, dass Sie sich kurz Zeit genommen haben. Ich will Sie jetzt wirklich nicht länger vom Arbeiten abhalten. Nee, ich muss das jetzt auch wirklich dringend weitermachen. Das muss heute noch raus. Ich will doch nicht so lange. Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Anna Linnert hat offensichtlich Kerstins Job übernommen. Sie profitiert also von Kerstins Kündigung. Damit hatte sie die Möglichkeit und ein starkes Motiv. Auf der anderen Seite, ihre Anteilnahme, ihr Mitgefühl und die Freundschaft für Kerstin, das wirkte wirklich ehrlich. Oder sie kann sich einfach nur sehr, sehr gut verstellen. Ich werde diese Anna Linnert auf jeden Fall im Auge behalten. Und ich werde die Gunst der Stunde nutzen, mich hier noch ein bisschen im Firmengebäude umzuschauen. Hey, was machen Sie da? Wachdienst. Wer sind Sie? Entschuldigung, mein Name ist Christian Vorländer. Ich bin Rechtsanwalt. Ich recherchiere hier in einem Schadensfall dieser Firma. Um diese Uhrzeit? Was für ein Schadensfall soll das sein? Von einem Firmencomputer aus wurden Dokumente an die Konkurrenz gesendet. Und ich versuche herauszufinden, wer nachts um diese Uhrzeit Zugang zu den Räumlichkeiten dieser Firma hat. Ja, was hat das mit mir zu tun? Ich
Seh nur zu, dass nach 21 Uhr alle Türen und Fenster verschlossen sind. Keine Sorge. Es beschuldigt Sie auch niemand. Aber sagen Sie mal, können Sie mir berichten, ob Ihnen letzten Donnerstagabend irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen ist? Nicht, dass ich wüsste. War jemand da, den Sie sonst nie sehen? Ich fahre 2 Dutzend Firmen an jede Nacht. Keine Ahnung. Da gibt's doch sicher Protokolle, oder? Ja, Protokolle gibt's. Security Hoffmann, Sie können gerne bei uns vorbeischauen morgen. Gleich hier im Gewerbegebiet ums Eck. Vielen Dank, werde ich machen. Okay, ich muss jetzt leider bitten zu gehen. Natürlich. Ich bin alleine raus. Ich bringe Sie zur Tür, sonst kriege ich von meinem Chef eins auf den Deckel. Vielen Dank. Okay.